herzlich willkommen zur nächsten Folge von Mass Effect. Ja, wir sind hier an diesem Relikt-Konsolen-Rätsel stehen geblieben. In dem Hauptgewölbe hier. Und wer weiß, was hier passiert. Wir gucken uns das Ganze mal an. Was sagst du? Wir machen das einfach aus. Und dann machen wir das hier aus. Keine Ahnung, ob das richtig ist, was wir hier machen. Achso, jetzt ist nur noch das an. Dann machen wir das wieder aus. Was müssen wir überhaupt machen? Dann machen wir jetzt die Mitte noch an. Nee, ich glaube, nur die Mitte muss anbleiben. Ah, jetzt ist alles aus. So, ist das richtig? Nicht wirklich, ja? Okay. Nope. Ja, keine Ahnung, was ich hier machen muss. Ich werde da nicht schlau raus. Weil alle waren ja schon am Anfang. An. Wir probieren einfach rum. Ich versuche, dass nur die Mitte an ist, so wie jetzt. Jetzt ist nur die Mitte an. Aber bringt nichts. Oh, jetzt ist es ganz ausgegangen. Ah, jetzt ist es wieder an. Komisch. Kann man hier was machen? Ja, scannen kann man es. Scannen, vielleicht hilft uns das ja weiter. Naja, nicht wirklich. Vielleicht muss ich jetzt auch die Mitte ausmachen. Oder muss ich es schaffen, dass alles an ist? Ich weiß es nicht. Es ist doch von Anfang an alles an gewesen, oder? Komisch. Okay, jetzt ist alles aus. Wenn wir den hier anmachen, sind die drei an. Wenn wir das hier anmachen... Ne, das ist nicht richtig. Machen wir wieder rückgängig und machen das hier an. Nein, das hier. Oh, jetzt ist das aus. Ich dreh durch. Vielleicht jetzt die Mitte. Yo, alles muss an sein. Naja, wieso nicht? Wieso nicht? Ich. Oh, hier, Relikte. Diese Konsole aktiviert das Gewölbe Pathfinder. Sie müssen zunächst den Reaktor starten und das Reinigungsfeld initialisieren. Ja, das ist mir. Das machen wir. Den Reaktor starten. Was für eine Konsole hat er denn hier schon wieder gesehen? Diese Konsole. Wir gucken erstmal, was hier ist. Oh, Moment. Diese Konsole. Naja, ich sehe hier keine Konsole. Aber wir gehen hier mal die Relikte killen. Ach, diese Konsole meint er, oder was? Nein. Sie sind nicht zufrieden mit uns. Wow, sie hassen uns. Das könnte Auswirkungen auf ihre Flucht aus dem Reinigungsfeld haben. Ehrlich, dann machen wir das wieder rückgängig. Na, habt ihr gut gemacht. Habt ihr die echt alle ausgeschaltet? So cool. Die kann man gebrauchen. Ja, das sollte keine Auswirkungen haben. Ich will da nicht irgendwie... Macht schon Spaß, oder? Das Unbekannte. So, die sind jetzt wieder schwer angesäuert. Das macht total Spaß, das Unbekannte.
Was zur Hölle ist das? Meine Güte, hier sind ja mehrere von den Dingern. Ich glaube nicht, dass wir hier fertig sind. Oh mein Gott, nein. Wir laufen mehrere Interface-Verbindungen zusammen. Ich markiere die, die Sie brauchen. Er markiert die, die wir brauchen. Wir bräuchten hier eine Brücke, oder? Aber die haben wir nicht. Was ist denn hier? Was haben wir denn hier? Reltec, die können wir bestimmt auf dem Rückweg mitnehmen. Ja, na klar, auf dem Rückweg. Ich werde diese Karte Ihrem Interface hinzufügen, Pathfinder. Ah, und hier? Sehr gut. Wir können Verstärkung auf. Ja. Jawohl. Und hier ist zu geil. Geil. Können wir hier hoch? Oh, ah. Schaffen wir den Sprung? Ich will ungerne abstürzen. Aber sieht gut aus. Hier ist auch noch eine Konsole. Ich hoffe einfach mal, dass ich alles richtig mache. Ist sie offen? Nein, das reicht noch nicht. Irgendwas stimmt noch nicht. Irgendetwas stimmt noch nicht. Ja. Ja. Vielleicht jetzt nochmal hier drauf? Okay. Ah, alles klar. Und damit öffnen wir die... Ups, damit öffnen wir jetzt die Tür, oder was? Super, super. Mal gucken, was hier wieder auf uns lauert. Boah, okay. Relikte, die uns überhaupt nicht mögen. Alles sauber, das stimmt noch gar nicht. Ziele ausgeschaltet. Schön. Schön, schön, schön. Okay. Weiter gucken. Ah, von der anderen Seite sind wir jetzt, ne? Einen Schritt weiter. Ja, das bringt uns einen Schritt weiter. Super weiter hat uns das gebracht. Wir wieder zurück zum Anfang, oder was? Von da sind wir gekommen, natürlich. Das ist doch voll der Blödsinn. Aber wir müssen vielleicht auch noch hier auf dieser Seite irgendetwas machen. Ah, ein Gewölbe. Ich liebe es. So, da müssen wir hin. Das ist schön. Ist das aufgegangen? War das schon vorher auf? Nein. Ich glaube nicht. Aber wir können ja hier lang. Da, hier waren wir ja noch nicht. Relikte. Wir können die Köpfe einziehen oder uns ihnen stellen. Wir töten sie. Mach das erstmal an hier. Hä? Jetzt habe ich die Brücke weggemacht. Super Idee. Mach die sofort wieder dahin. Wir machen sie fertig. Wo sind sie? Ich sehe gar keine Relikte hier. Sie hat sie schon gesehen. Ah, hier. Hier oben?
Sie können das Geschütz hacken, Pathfinder. Welches Geschütz? Welches Geschütz? Ich brauche mehr Infos. Egal, ich brauche kein Geschütz. Oh Gott, das Geschütz. Ist das ein Geschütz? Nein, das ist ein normales Drecksrelikt. Huh. Okay. Alles klar, das hätten wir. Munition, aber wo müssen wir hin? Das ist doch immer... Ah, hier. Also orientierungsmäßig ist das hier in diesen Gefilden nicht so leicht. So, was haben wir hier? Wahrscheinlich nur Granaten. Achtung, große Jungs voraus! Große Jungs? Boah, die halten ein bisschen mehr aus. Fahrt zur Hölle. Ja, der explodiert. Sehr schön. Das war der letzte. Wuhu. Da geht's lang. Okay, okay. Was ist, wenn wir hier drauf drücken? Danke für die Hilfe. Bitte, ich habe aber gar nichts gemacht. So, öffne dich. Mann, oh Meter, ey. Okay, das sieht echt mies aus. Ich glaube, ich habe so das Gefühl, wir... Sieht aus, als gäbe es bei diesem Interface einen Trick. Wir müssen ihn rauskriegen. Kein Problem, wir machen das hier. Objekte, für die ein Interface existiert, haben Markierungen, Pathfinder. Sie könnten hilfreich sein. Echt? Was für Markierungen? Hm. Nein! Haben wir noch Fragezeichen? Nee. Oh mein Gott. Wie soll ich das denn hier bauen? Sudoku schön und gut, aber so wenig Hilfestellung. Das kann nicht alles sein. Wir kriegen das hin. Macht mich nicht unglücklich jetzt hier. Objekte, für die ein Interface existiert, haben Markierungen, Pathfinder. Sie könnten hilfreich sein. Ich weiß nicht, was du von mir möchtest, Sam. Shit, okay. Okay. Ah, es war der hier. Das war der erste. Woran sehe ich das denn? Was für Markierungen? Also ich sehe gar nichts an Markierungen. Der war falsch. Dann gehen wir hier mal zu dem. Oh, der war richtig. Okay. Vielleicht ist es er hier. Tatsächlich. Puh, haben wir Glück. Keine Ahnung, das war glaube ich jetzt... Man kann das bestimmt auch rausbekommen, aber... Sieht aus, whatever. Als wär's das gewesen. Das soll's gewesen sein. Und jetzt? Haben wir jetzt mehr hier stehen? Nö. Kann ich mir den Weg nicht einfach freisprengen? Aber hier sind doch immer noch zwei Konsolen wieder oben. Diese hier und...
Diese. Wir gehen jetzt auf die. Was macht das Ding? Es öffnet die Tür. Pathfinder, diese Energiebarriere wird aufgehoben, wenn Sie das Reinigungsfeld aktivieren. Okay. Oh. Oha. Oha, was ist das? Hier liegt eine hohe Datenkonzentration vor, Pathfinder. Ich rate zu einem Scan. Okay, wir scannen. Okay. Moment, wir haben hier auch noch was an der... an der Wand Datenmuster. Ein Relikt. Ah, oh, hier sind die ganzen Dinger. Cool. Wir haben es gefunden. War's das? Nee. Wird sich freuen, dass wir ein weiteres dieser Geräte gefunden haben. Pibi wird sich freuen, ja, da gehe ich von aus. Die ist aber doch dabei. Ansonsten habe ich hier nichts, ja? Aber wir müssten jetzt eigentlich für unsere Sudoku-Sache ein bisschen was fertig haben. Aber irgendwie nicht. Komisch. Wir kriegen das hin. Komisch. Also das ist echt schwierig. Ich steige hier überhaupt nicht durch. Egal, wir versuchen es einfach. Das muss ja dahin. Und das muss dahin. Alles andere würde ja nicht passen. Okay, dann haben wir... ja, jetzt ist es Glückssache. Mehr oder weniger. Und das passt nicht. Machen wir das hin. Dann machen wir einmal das hin und das. Okay. Ich hoffe, das geht so. Ach, das geht ja gar nicht. So muss das. Hui. Fast schon den ersten Fehler gemacht. Ich werde irre. Hier passt auch nur noch das rein. Okay. Okay, das kriegen wir hin, das kriegen wir hin. Machen wir erstmal so. So und ja, das Y. Warte, das Y muss hier hin. Und hier muss das... nee. Hier muss das hin. Sonst passt das hier nicht, weil hier muss ein Y rein und das kann nicht da rein. Hier fehlt uns dieses Ding. Das heißt, dieses Ding muss dorthin. Und das muss dorthin. Und hier, das passt auch noch nicht. Da brauchen wir das. Und das heißt, dass das hier... scheiße. Scheiße. Oh shit, Mann, das geht nicht. in dieser Reihe, was fehlt mir in dieser Reihe noch? Das fehlt mir in dieser Reihe. Okay, das bedeutet, dass das Symbol hier unten hin muss und das hier hin, ja? Hier stimmt es jetzt, hier stimmt es jetzt, diese 5 stimmen, die 5 stimmen. Okay, so ist es okay. So ist es okay. Oh Mann, das ist schwer, ey. Verdammt.
Hier. Y. Richtig, Y könnte. Könnte dorthin kommen. Und das muss dann hier hinkommen. Weil das kann ja nicht dahin. Also ist das richtig. Dann haben wir das unten auch richtig. So, hier könnte unter Umständen das hinkommen, weil das hier nicht hinpasst. Moment, da muss eigentlich das hinkommen, weil das hier auch noch fehlt. Und das dorthin, nein. Doch, aber dann muss hier, scheiße. Obwohl, nein, das geht gar nicht. Das geht gar nicht. Oh, da haben wir Murks gebaut, da haben wir Murks gebaut. Das muss vielleicht dorthin. Ja. Ah, ja, okay, das würde passen. Das hier. Das hier würde nicht gehen. Das würde aber hier gehen. Okay. Jetzt fehlt. Ja, das fehlt und das geht auch nicht. Oh, was ein Driss. Das geht ja auch nicht. Scheiße. Nein, 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 nein. Das, nein, 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 nein. Mach das weg. Halt. Ah, was mache ich denn hier? Das weg und das weg. Das funktioniert so nicht. Gut, machen wir es anders. Mann, hier funktioniert eigentlich alles soweit. Hier passen ja nur noch zwei Stück hin. Einmal der. Und. Wo ist er? Der. Okay, die müssen wir eigentlich vertauschen. Also. Das hier hin, das hier hin. So würde es passen, zumindest hier oben. In dieser Reihe. Fehlt uns nur noch dieses Symbol. Und das passt auch. Ah, okay, so müssen wir es machen. Gut. Gut, 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 gut. Hier stimmt. Oh, ich hoffe, ich mache jetzt hier keinen Fehler, weil sonst muss ich das alles nochmal von vorne machen. Da werden wir gleich am Ende nochmal richtig ordentlich drauf gucken, dass hier alles stimmt. Nein, das nicht. Ah, in dieser Reihe. Ja, okay, das Symbol fehlt uns. Geil, und das Symbol fehlt uns. Scheiße. Scheiße. Die beiden Symbole. Ah, Moment. Hier könnten wir das anpassen, oder? Reihentechnisch könnten wir das doch einfach. Genau. Einfach so machen. Nein, können wir nicht. Ah, doof. Nee, können wir leider nicht. Können wir leider nicht. Mann, ist das schwer. Ich dreh durch. Ah. Man will ja auch keine Fehler machen und hier hinterher alles voller Mist haben. Gut. Gut. Oder nicht gut. Das funktioniert nicht. Das auch nicht. Das auch nicht. Das auch nicht. Das auch nicht. Ja, so, da funktioniert ja gar nichts. Da passt ja gar nichts rein. Das heißt, wir haben irgendwo anders bereits einen Fehler gemacht. Was komisch ist. Weil wo soll der Fehler sein? Da müsste doch noch irgendetwas hier nicht passen. Hier passt alles in eine Reihe. Diese hier passen. Die hier passen. Hm.
Da kann ich nicht ändern. Sonst geht... Ja, das geht gar nicht. Das, die erste Reihe hier kann ich gar nicht ändern. Das wäre Quatsch. Oh, das ist schwer. Das ist schwer. Ich hoffe, ich langweile euch nicht. Ein bisschen Zeit haben wir ja noch. Ich versuche es noch zu lösen. Moment, wir können den hier hin machen. Den hier hin. Ne, den hier nicht hin. Den auch nicht. Den. Der passt. Hier passt dann nur noch Y. So rein. Dingsbums her. Ja, das passt. Es sind diese drei Scheißfelder, die nicht passen. So, wir haben in dieser Reihe ein Y. Das heißt, in dieser Reihe fehlt uns noch das Zeichen und das Zeichen. So, das hier... Nee, das fehlt uns gar nicht in der Reihe. Hä, was fehlt uns denn? Das. Ja, das fehlt uns. Und das fehlt uns. Und das kann hier nicht bleiben und das kann hier... Also hier ist irgendwo der Wurm drin. Hier ist irgendwo der Wurm drin. Die beiden fehlen uns in dieser geraden Reihe von oben nach unten. Das heißt, wir könnten höchstens so und so machen. Dann würde das aber nicht passen. Das hier würde aber passen. Okay, das würde passen. Okay, warte, das passt nicht. Das passt aber so gar nicht. Nee, da ist... Wo soll ich denn da was ändern? Was fehlt denn hier noch an... nee. Ach, hier drin fehlt auch das Y. Oh, shit. Aber in der Reihe doch auch. Aber nee, hier ist es ja doppelt. Das kann nicht dorthin. Das kann nicht... Oh Gott, es hängt. Ich dreh durch. Wir haben hier zwei Ys. Das ist nicht gut. Hier könnte vielleicht das Y rein. Aber das Y fehlt ja in der Reihe dann auch. Ach ne, hier könnte ja dann ein anderes Zeichen rein. Nämlich das. Und hier kommt kein Y rein. Hier kommt... Nein. Scheiße, ich häng fest. Das darf nicht wahr sein. Ich hänge fest. Scheiße. Gott, das muss so langweilig für euch sein. Ich dachte, wir kriegen es schneller hin. Ich mach Schluss in dieser Folge und werde das off-air lösen. Ja, vielleicht drücke ich auch drauf, dann habt ihr halt nicht die Lösung gesehen. Aber ich werde es jetzt off-air lösen, weil, ja, ich werde das off-air lösen und euch erlösen, dass wir hier diese Reliktentschlüsselung nicht gemeinsam schauen. Weil es war lange genug. Ich habe genug Zeit verschwendet, eure Zeit verschwendet. Es ist jetzt nicht besonders spannend gewesen. Der Weg hierhin vielleicht, aber dieses Rätsel hat es echt in sich. Das ist gar nicht so einfach. Aber wir sind schon weit. Ich bin guter Dinge, dass wir es in den nächsten 2 bis 7 Stunden gelöst bekommen. Ich bedanke mich auf jeden Fall für eure Aufmerksamkeit, dass ihr tapfer zugeschaut habt. Rindjehauen, bis zum nächsten Mal.